Hallo! Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt, dann wisst ihr, dass diese Folge vielleicht nicht für jeden was ist, denn yep. Jens, das dritte Hallo in dieser Runde, hat hier Insekten bestellt, die aber für Ernährungszwecke gezüchtet wurden, also entsprechend nicht irgendwo aus dem Tümpel gezogen. Und oder Jens ist mein Onkel, also der Bruder von Papa. Genau. Und wir kommen heute zum zweiten Rezept. Bei dem kommen Seidenraupen zum Einsatz. So, machen wir es mal auf. Sensorischer Test. Die riechen jetzt nussig. Ja, ja. Nach Haselnüssen. Ja, nussig. Haselnuss, würde ich sagen. Oder? Walnuss? Oder Walnuss kann auch sein. Walnuss. Ja. Ja. So, mal ein kleines Krümelchen probieren. Ich nicht. Ja, das ist schon klar. Sind tatsächlich auch nussig im Geschmack. Ja. Und sehr intensiv. Vielleicht, vielleicht so ein leichter Unterton, so fischig vielleicht? Kann sein. Oder ich habe jetzt auch wieder an getrocknete Pilze gedacht. Weiß nicht, ja, warum ja. Ich immer hier... Getrocknete Pilze und nussig, ja. Das scheint Pilzlos. Bei Insekten so eine Sache zu sein. Die kommen jetzt in den Mixer. Da nehmen wir jetzt die ganze Menge. Ja, also 5 Gramm. 5 Gramm. In dem Rezept hier für die Heuschrecken steht mehr, aber wir machen auch nicht so eine große Menge, sondern so, dass Jens und ich das probieren können. So, und da kommt noch Gemüse rein. Mhm. Eine Zucchini, Möhren und Champignons. Genau, und hier steht was von Brot, Krumen, aber da nehme ich Kartoffelpulver. Das finde ich irgendwie schöner als so eine Brotmasse. Das werden halt so Kartoffelpuffer oder so. Halt mit viel Gewürzen. Gut, lass uns mal loslegen, dann können wir immer noch weiter quasseln. So. Das wasche ich mal kurz ab. Das ist ja ganz nass. Jetzt heißt du heißt Möhren und du... Hallo, und du kostest 32 Cent. Ich will dich kaufen für 32 Cent. Yay! So, ich habe jetzt hier eine Küchenreibe rausgeholt, damit wir das erstmal ein bisschen vorreiben können. Damit wir nachher eine einigermaßen gleichmäßige Masse haben. So. Reibe! Darf ich das reiben? Nein. So flippig wie du wieder bist, hast du dir nachher beide Hände abgerieben. So. Willst du? Ich will. Soll ich den Schutzhandschuh geben? Welche Richtung muss das? Hier sind noch Zähne, ne? Musst du drauf achten. Von hier nach hier. Und dann noch da. So, dann kann ich nämlich hier noch Pilze vorbereiten. Was aber auch heiß ist, die Stecken jetzt noch. Nein. So, das entsprechend hinterher. Du musst auch nicht die ganze reintun, ne? Ja, also sag. Solange du dich safe fühlst. Ja, sag Bescheid. Ich hab ja gerade erst angefangen. Ja, so reicht's. So reicht's. Mhm. Na gut. Dann kommt jetzt die Zucchini. Musst du da hier einen Stiel abschneiden? Nee, das geht so, ne? Ich will ja nicht die Zucchini machen. Nein! Wieso darf ich das denn nicht? Ja, sonst reibst du die Hand weg. Mach ich nicht. Ich hab das schon mal gemacht. Papa hat gesagt nein. So, mehr Zucchini, kannst du mal gucken? Eine halbe. Also, ist egal. So, ich habe jetzt ein bisschen Mengenangaben. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als halb. Macht also, nichts. Mach ich weg.
So. So, Zwiebel noch. Und was stand hier noch? Sellerie, Pilze, Knoblauch. Also ich würde vorschlagen, wir hauen da jetzt nicht zu viel Zutaten rein, ne? Ja. Gut, dann machen wir jetzt noch die Pilze. Also ihr könnt das entsprechend variieren, würde ich jetzt mal behaupten. Willst du die auch noch häckseln? Nee, ich glaube, die tue ich hier so rein. Was müsst ihr denn jetzt verpacken? So, die Pilze tue ich jetzt mal mit den Larven rein und mixe das einmal. Wenn wir jetzt alles Gemüse reintun, dann müssen wir mehr mixen und dann haben wir nachher nur noch Matsch. So, das reicht, glaube ich, auch. So, ich gehe mal kurz nach nebenan und mixe das. Und was ist mit dem Salat hier? Den tun wir gleich rein. Wie Kaike das gesagt hat. So, ein Ei kommt, glaube ich, auch noch rein. Das ging aber schnell. Sieht aus wie Croutons. Willst du es essen? Nein. So, für die Bindung. So. Und für das Volumen noch so ein bisschen Maispulver. Kartoffelpulver. Denn das Gemüse enthält ja viel Wasser und damit das nicht nachher beim Braten auseinanderläuft, machen wir da das Kartoffelpulver rein. Die Zucchini sieht aus wie Gurke. Du gibst ja heute Weisheiten von dir, Vicky. Ich bin echt verblüfft. Gewürz kann man auch noch viel reintun, aber dann, also wie gesagt, dann weiß ich nicht mehr, ob man die Insekten noch wirklich rausschmeckt. Also hier ist die Rede von Thymian, Zimt, Pfeffer, Salz natürlich, Zucker nicht, ne? Gemahlener Koriander, gemahlener Kreuzkümmel, Paprika. Ich glaube, das schmeckt mir nicht mal. Harissa. So, also wir tun mal ein bisschen an Gewürz rein, sonst ist es ja auch fad. Pfeffer, Salz und... Also Pfeffer und Salz kommen auf jeden Fall rein, ne? Ja. Ich will. Ich bin in der dritten Klasse. Ja, leider habe ich hier nur diesen Quietschespender für gemahlenen... Koriander. Achso, das ist Koriander. Ich dachte, das ist Pfeffer. Pfeffer! Ich mixe jetzt das Gemüse mit Pfeffer, Salz, Korianderpulver. Kai, wir haben schon einen Fehler gemacht. Was denn? Wir hätten erst das Gemüse separat in der Pfanne heiß kochen müssen. Aha. Und das dann nachher mit den Eiern und den Insekten mischen müssen. Ja, ich lese das sowieso immer nicht. Ist, glaube ich, wir kriegen das immer noch gut hin. So. Genau. Ich glaube, ich würde das noch ein bisschen stehen lassen, damit das Kartoffelpulver ein bisschen quillt. Und dann melden wir uns gleich wieder, wenn das Ganze in die Pfanne kommt. So, und dann haben wir diese Masse fertig, die jetzt hauptsächlich nach den Pilzen riecht, die ich reingetan habe. Ein bisschen mehr Pfeffer. Und dann können wir das schon braten. Was denkst du? Ja, können wir machen. Ich werde relativ kleine Dinger formen. Sehen, wie die Masse sich so verhält. Ist noch relativ... weich. Ich tue noch ein bisschen Kartoffelpulver rein, um noch mehr von dem Wasser da abzuziehen.
wesentlich besser. Und bis die Pfanne aufgeheizt ist, ist das auch eine formbare Masse. Kann das natürlich, wie gesagt, stärker würzen oder Zwiebeln, Knoblauch habe ich jetzt auch nicht reingetan. Wie gesagt, damit man vielleicht noch ein etwas ungewöhnlicheres Geschmackserlebnis hat. Aber dann schmeckt man natürlich weniger von den Insekten raus, ne? Ja, eben, dann schmeckt es halt nach Knoblauch und Zwiebeln, das meine ich. Gut, mal sehen, die Pfanne schon heiß ist. Gerade eine gute Idee, da ja diese Pfanne mit den runden Vertiefungen, ich glaube, wir verwenden die mal, dann fasern sie nicht so auseinander. Ja. Probieren wir mal aus. So, ich glaube, wir machen eine kleine Pause, weil das Bratgeräusch in der Küche, wir sind jetzt hier wieder am Küchentisch aus Platzgründen, das braucht ihr jetzt nicht hören. Wir können ja nachher berichten, wenn wir es probieren und sagen, wie es schmeckt. Also bis gleich. Ich habe jetzt diese Kartoffel-Gemüse-Seidenraupenmasse zu knusprigen Kugeln ausgebacken. Und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Ja. Oder die Seidenraupe in Mund. Aussehen tut es ja gut. Duften eigentlich auch. Mhm. Vielleicht ein bisschen abkühlen lassen, wenn sie jetzt so direkt aus der Pfanne kommt. Ja. So, dann können wir gleich nochmal auch überlegen, was dazu passen könnte. Wenn ich es da habe, können wir das dann auf dem Foto schon so dazu dekorieren. Saure Sahne? Saure Sahne? Joghurt hätte ich, habe ich schon überlegt. Das könnte, wir probieren erstmal. So. Guten. Man riecht es leicht, ne? Mhm. Ja. Ganz gut, ne? Mhm. Hat doch eine deutliche Note von den Seidenraupen. Diese Seidenraupen könnte man sehr gut in einem, tatsächlich auch in einem Curry oder so, denke ich, einsetzen. Weil die schon sehr, sehr kräftiges Aroma haben. Oder Nudeln, oder? Ja, Nudeln ginge auch, ja. Ich überlege jetzt gerade irgendwie so ein Pilzgericht. Da könnte man das dann dazu, das hat man noch ein bisschen mehr Geschmack. Ne? Mhm. Stimmt. Vicky hat von vornherein gesagt, dass sie es nicht probieren wird. Ja, nee, aber ist nicht schlecht, ne? Ich finde auch. Also von dem Punkt ausgehend kann man sich ja noch dann eben weiter experimentieren. Ja. Ist das mit den Ameisen immer noch im Kühlschrank? Das muss auch noch weiter da stehen bleiben. Das machen wir ganz zum Schluss fertig. Wieso, möchtest du das mit den Ameisen probieren? Nee, ich wollte nur wissen. Okay. Aber es riecht interessant. Ja. Und so, die schmecken halt auch so wie riechen. Dann müssen wir noch einen dritten dazu machen. Vielleicht probiere ich doch ein kleines bisschen. Gut. Möchtest du noch, Jens? Ja, ja. Dann gebe ich dir mal was auf den Teller. Mal gebe ich davon Vicky was ab. Genau. Dann gebe ich dir die zwei hier. Aber gibst du mir einmal deine Gabel? Ja. Oder gibst du mir eine frische? Und was sagst du, Vicky? Okay. Ist okay. Würdest du jetzt auch nicht jeden Tag essen, aber geht. Okay. Ist ganz okay. Ich glaube, ich würde ein bisschen Chili-Soße drauf tun. Davon probiere ich aber nichts. Nee. Ja, jetzt am Ende schmecke ich auch ein bisschen Nuss. Ja. So Walnuss schmecke ich. Und was wird das denn eigentlich? Aber dann können wir uns für diese Folge schon verabschieden. Das Foto braucht ihr also nicht mehr. Ich tue jetzt auch noch einen Klecks Joghurt drauf. Einfach nur fürs Auge und so als Kontrast. Sieht man jetzt natürlich auf dem weißen Teller super.
Aber man kann sich ja seinen Teil denken. So, so muss es reichen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Vicky. Du, Vicky und Jens. Tschüss. Tschüss.